Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Heutiger Deck Bros. Luffy Sun mit einem 60-Card-ABC-Deck. Es sind nur 14 Karten im Extra-Deck, also schreibt mal unten rein, was die 15. Karte hätte sein sollen. Ich wüsste zwar, was ich als Ja. 15. Karte reintun würde, aber ich bezweifle, dass es dies, die rausgeleckt ist. Ja. Weil das ergäbe keinen Sinn. Also ja, mal gucken, Weil wie so es läuft. funktioniert rauslegen nicht. Ja, ne? Aber dazu mehr in der Deckbewertung. Bis gleich. Bis gleich. Roxaxiel. Okay. You cannot use Ultra Polymerization Second Effect on Starving Venom Fusion Dragon. Okay. Ich weiß nicht, warum Leute sowas fragen. So kann sich jeder nennen. Ja, Wir wollen einfach zum Anfang, würde ich sagen. natürlich. Das ist nettes Blatt. Wir haben zwei Garnets im Deck, ne? Also wir können mit Scorpio anfangen. Wir können aber auch mit Dragon Revine anfangen, Ja. falls er eine Ash hat. Das ist besser. Also Ash, also Dragon Revine schmeißt 1000 Blade ab. Und wenn er das Ash, dann können wir, dann machen wir danach die Scorpio auf B und Party. Ich weiß actually nicht mal, ob die Brilliant wichtiger ist als das Dragon Ravine. Ich würde sogar fast mit der Scorpio anfangen, weil mir Dragon Ravine wichtiger ist. Können To wir be auch machen. honest. Weil Dragon Ravine sagt, wir kriegen einen Hangar. Scorpio tut das nicht. Dann schmeißen wir aber erstmal den hier Ja, ab. klar. So, auch zwei Kobras sogar. Dann aktivieren wir den mal. Ich muss das echt mal standardmäßig ausschalten. Oh, fail, verdammt. Nicht erst aktivieren. Erstmal muss. Nee, Quatsch, wir können den nicht bauen. Wir haben den Typ ja gezogen. Dann never mind. So. Dann packen wir mal. Ha? Wobei, nee, wir kriegen hier gleich nur einen Mann. Hangar. Die Also machen gar nicht auf alle jeden nichts. Fall. Also. Ja, und dann noch hier Damage Juggler. Oder Snow, nee, Damage Damage Juggler. Juggler. So, dann Dann. Dragon Revine oder Ravine. Was ist eigentlich, ist das eigentlich Revine oder Ravine? Ravine. Okay. Schmeiß den Garnet ab, weil wir den hier gleich dazu normeln. Genau. So, dann Destrudo auf Seraphnid. Ja, Nee, Destrudos. wir müssen erst den Damage Juggler banishen, um einen Trick Clown zu suchen und den dann normalen, damit wir die zweite Normal Summon benutzen. Ich hätte ihn ja als Zerrenaum benutzt, wenn wir dann den Null Hangar Nein, haben. der kommt mit dem Ancient Fairy aus der Hand gespecialt. Ach so, ja gut. Okay, dann erstmal Damage Juggler. Ja, oder wir nehmen den Head Trigger, damit wir ein zweites Erdemonster haben für Seraphnid. Damit wir ein Mrs. Radiant bauen können. Nee, die Idee war, einen Skaldet zu bauen. Ach so, ja gut, das geht auch. Ja, dann machen wir das. Also, Chuck. Ja, Ja, machen nimm wir das. Clown. So. Okay, dann Clown Dann noch. wird der Clown genommelt. Und hallo. Dann Skulldred. haben. Nee. Jetzt brauchen wir erst den Destrudo. Oder? Hey, was? Nein, Skulldred. Clown kommt wieder und dann Destrudo. Ja, nur macht's mehr Sinn. Also haben wir auf hier sogar zwei Special Summons. Einmal Skulldred, einmal Ancient Fairy. Jo. Nein, nichts Unchained. Doch. So, okay.
Dass sich die Dinger nicht automatisch auf die Chain packen, ist interessant, aber kann man sich dran gewöhnen. So, das. Hallo, Left Arm Offering. Klappt leider nicht, weil wir nichts haben, was wir wegschmeißen wollen. Das heißt, das kann weg. Left Arm kann Wobei, weg. jetzt müssen wir nicht. Nee. Jetzt müssen wir das Left Ancient. Arm können wir auf den nächsten Zug warten. Ja, und wir brauchen das Ancient, den Ancient Fairies nicht mehr holen, weil wir Terraforming gezogen haben. So können wir die Lebenspunkte behalten. Wir haben noch die Special Summon durch Skulldread. Wobei, können wir trotzdem Ja. machen. Also, auf jeden Fall brauchen wir die Lonefire nicht. Lonefire kann auf jeden Fall weg. Der eigentlich auch. Ja, dann müssen wir das Left. Wir müssen entweder Terraforming oder Left Arm Offering wegschmeißen, wenn wir sagen, dass wir den B nicht wegschmeißen. Den können wir eigentlich wegschmeißen. Stimmt Weil wir eigentlich. haben Terraforming und damit suchen wir einen Buchstaben. Ja, stimmt eigentlich. Dann haben wir mal ein Terraforming. Hallo Unionhangar. Wenn jetzt übrigens die Chainlinks richtig aufgebaut hättest, hätten wir jetzt auch noch den anderen Boy wieder zurückbekommen. Wen? Den Thousand Blades. Ach ja. Ja, wir würden gerne Ich einen. habe ganz vergessen, dass wir den überhaupt noch im Grave hatten. So, wir nehmen B. Oder nee, wir nehmen A und klemmen daran ein B dran. Oder wir nehmen C und Haben klemmen einen daran ein B dran. Tornado Drake, ne? Ja. Dann nehmen wir ein A und klemmen dann ein B dran. Dann Tornado Drake, dann B sucht dann C. So, ja. So, aber er fragt uns nach, also merken, Deathproof fragt nach keiner spezifischen Karte. Er fragt nur, willst du irgendwas machen? So. Aber wie gesagt, das ist ja eine reine Mechanikfrage, die man sich gewinnt oder halt nicht. So, nein, bitte nichts an Chain. Und wir wollen ein C haben. Mal überlegt, ob wir ihn noch irgendwie aufs Feld bekommen in dem Zug? Nee, oder? Nee. Schade. Ja gut, aber hat er Also trotzdem. wir hätten ihn aufs Feld bekommen können, indem wir jetzt statt den Tornado Drake zu bauen, einen Skulldread auf Ancient Fairy, ja, ist klar. Destrudo meinst du? Ja, Destrudo Destrudo auf für Ancient Fairy. Ancient. Genau. Das wäre gegangen. Na dann, gleich noch eins. Fangen wir mal First, an. bitte. Also gutes Blatt geht anders. Es gibt kein Argument, jetzt nicht erstmal in den Topf reinzuschauen. Ja, wenn der Ash kommt, dann ist das halt so. Ja, mein Gott. Wenn er mich nach dem Gegner das auf Standard zu stellen. Oh! Halt, jetzt gucken wir, was weggeflogen ist. Ein C und ein Union-Hangar. Das ist sowas von egal, Zwei alles miteinander. Brilliants. Okay, nichts tragisch. Alles egal. Da. Wir haben keine Brillen auf der Hand, also scheißegal. Ja, aber es ist trotzdem ärgerlich. Nee, wir haben keine Brillen auf der Hand, also scheißegal. Ende der Geschichte. Dann normal wir mal einen Solitär. So, wir dürfen weiterhin, schätze ich mal. Ja, sieht so aus. So, Dann, aktivieren. ja. So, dann erstmal millen, weil wir haben nichts auf der Hand, was unbedingt in den Friedhof muss. Nicht wirklich. Immer noch nicht ashen, bitte. Wenn wir jetzt einen Mizuki reinschicken, dann Ja, wir haben können wir. nichts anderes Sinnvolles. Also wir können theoretisch, wenn wir jetzt mit dem Mizuki den Solitär wiederholen, Achter-Synchro bauen. Also wir können mit dem Mizuki Ja. irgendwas wiederholen, den Hattrigger holen. Ja, aber dann haben wir trotzdem eine Achter-Synchro, also sparen wir uns den Head-Tracker. Also gehen wir jetzt einfach eine Achter-Synchro holen. Namentlich ein Omega. Und ich glaube, wir haben davor eine Ash gebanished, oder? Also im Topf lag, meine ich, eine Ash drin, oder? Kann sein. Nee, Miss No. Das Snow, meine ich ja. Dann Ja. haben wir mal, dann haben wir das Snow im Grave, nice. Ja.
Ich meine, die Sonne Light Sword. Das ultra beeindruckendste Opening, aber hey, das ist Light Sword. Ohne Light Sword. Ja, es ist 60-Card-Haufen. So, obwohl, ja. Ich glaube, ich würde hier sogar den Mizuki wieder zurücklegen, der weil... Der kostet nicht mehr. Ja. Langfristig ist Snow besser, aber... Langfristig liegt der Omega auch hoffentlich noch ein bisschen, wenn es kein Kaiju kommt. Schon. Ja, und tschüss, Omega. Ja, auf Wiedersehen. Kein jetzt Bock, dass er jetzt wegtributet wird. Nee, muss nicht sein. Lol. Oh! Hä? Zugegeben, das war nicht geplant. Wieso hat der das für eine Kombi? Keine Ahnung. Hm. Ich nehme einfach mal an, der wird sich was dabei gedacht haben. Das hoffe ich, ansonsten wird's hart komisch. Was, ja, was ist das denn jetzt? You can discard this card, add one layer of darkness, you contribute. Und Dark Monster, draw one card. Der kann Plus machen. Also quasi attributet mal. Der würde mal gerne einen Ash fressen. Also aber er sagt quasi, attributet ein Monster von uns, um sich was zu suchen. Und dann noch eine Karte zu ziehen. Nee, entweder oder, oder? Nö. Instead. Nee, noch instead, okay. Bisschen fährst du dich. Oh, Scheibenkleister. Hey. Ja gut, Ash ist raus. Ja, das kriegt noch nicht, aber das frisst die zweite Ash, das ist sehr gut. Ja, genau. Weil er sucht sich das muss er setten, Stamper fest, dreht das um, dann frisst das die zweite Ash. Ja, okay, das ist sicherlich richtig. Und so viel hat der gerade gar nicht mehr. Nee, also klar, er kriegt jetzt den Token, aber über den kann man drüber... LOL? Er kriegt nicht ganz, der kriegt Tokens abhängig von... Der würde gerne, das würde eigentlich gerne eine Ash kassieren. Ja. Genau jetzt. Ach so, er muss erst was weglegen. Mhm. Okay, ja dann, tschüss. Scorpius ist ein relativ schöner Top-Deck. Nee, eigentlich gar nicht. Ja, wieso, wir können damit immerhin for free einen Mrs. Radiant aufs Feld hauen. Ja, kind of. Ist besser, dass wir das ihm auf der Hand haben. Schauen wir erstmal, was haben wir jetzt alles? Wo? Also, wir haben einen Mizuki im Grave. Genau. Der kann einen Unizombie wiederholen. Oder ein Solitär für den nächsten Unizombie. Ja. Ne, wir haben einen Unizombie gebanished. Ja, zwei. Okay. Dann machen wir das mal als erstes, weil das passiert eh. Ja. Und ich meine, er hat ja offensichtlich keine Handtrap gehabt. So, dann rechnen wir mal bis zum Kill. Oder bis zum möglichen Kill. Also, wir können einen 2000er normeln. Den dann noch einen 1100er. Richtig. Wir können einen 1100er normeln. Mhm. Und dann einen 1100er daneben specialen. Der kann sich auf Stufe 4 hochboosten. Damit können wir noch einen 3000er holen. Mit den beiden dann. Wenn wir nur abwerfen. Einen 2.8er haben. Einen 2.8er. Weil ich glaube, Beals braucht einen Dark Non-Tuner. Ja, okay. Aber dann wäre das 2,8 und 2,8 sind 5,6 und 1,9 sind 6,6 sind nicht genug? Nee. Aber wenn wir in Mrs. Radiant gehen vielleicht. Nee, weil das sind alles Dark Monster. Wir haben nur Dark Monster. Das darfst du nicht vergessen. Ja, stimmt, wir können ja keinen Dingens hier holen. Das heißt, wir bringen ihn nicht um. Nee, Quatsch, doch, hier. Aktiviert sich, schmeißt ab, holt Scorpio, holt MX-Säbel, holt den 1000 Blades hier hin. Special dann den ja, hier. Ja, stimmt, dann können wir machen. Ja. Jetzt müssen wir mal loslegen. Das ist der vorher mal ein bisschen mehr Zeit. So, tschüss Riesenrex, den wenden wir auf dem Friedhof dann irgendwann. Ja, denk dran, Radiant können wir nicht bauen. Radiant können wir nicht bauen. Wir haben nur Erde, wir haben nur Darkness Monster. Bei mir sind sowohl MX-Säbel als auch 1000 Blades Erde-Monster. Sagt Lea auf Darkness nicht, dass es Darkness-Monster sind? Ach so, ja, aber so weit will ich ja gar nicht gehen. Ich will ja nur... Suchen tun wir trotzdem, weil wir haben nichts Besseres zu tun mit unserem Leben. Dann ziehen wir die Karte nicht. Ich wollte ja gar nicht das holen, ich wollte einfach MX-Säbel plus 1000 Blades haben. Für Power, Attack, Boom. Okay. Übrigens, an der Stelle zu surrendern ist keine gute Idee, weil
es kann genau das sein, was uns gerade passiert ist. Man kann den Garnet einfach auf der Hand haben, so. Ich würde es mir schon zeigen lassen. Ja, ja. Also gerade bei Kombos, die noch schief, also ich schieb grundsätzlich, schieb ich eigentlich immer nur dann zusammen, wenn es offensichtlich ist, dass da nichts mehr geht. Bis so, zu dem Punkt, wo der Kombo nicht mehr schief gehen kann. Bis zu dem Punkt, wo der Gegner entweder noch verkacken kann, weil es kompliziert ist, oder noch verkacken kann, weil er unter Umständen eine tote Karte auf der Hand hat und es mir einfach nur nicht sagt, weil warum sollte er? Lass ich es mir zeigen. Also so nach dem Motto, ich schieb dann, wenn er eine Normal Summon, wenn er eine Normal Summon von 8000 Damage auf dem Board weg ist, so ungefähr. Ist gleich zur Deckbewertung. Ist gleich. So, da sind wir. Wir haben Zahmal Garnet, ein Destrudo, Riesenrex, Zahmal A, Zahmal Snow, Gozuki, dreimal Mesuki, Trick Clown, zweimal B, Damage Juggler, Thousand Blade, zweimal C, zweimal Head Tricker, zweimal Solitär, zweimal Uni-Zombie, dreimal Scorpio, zweimal Cobra, dreimal Lonefire, dreimal Ash, dreimal Ogre, Rasenmähen, Raigeki, dreimal Pot, Darkhole, Soul Charge, dreimal Terraforming, Monster Reborn, dreimal Left Arm, dreimal Brilliant, Dragon Revine oder Revine, je nachdem, wie man es ausspricht, und Union Hangar. Okay, das erste, was ich mich frage bei 60 Card ABC, warum? Spiel doch einfach 60 Card Light Swan oder einfach normales ABC. Was versprichst du von 60 Card ABC? Was nicht das eine oder andere jeweils besser machen würde. Ja, also die Sache ist, man muss sich ja anschauen, was ist hier aus einem normalen 60-Card-Deck, weil der einfachere Vergleich ist ein normaler 60-Card-Haufen. Was ist da rausgeflogen? Die Lightsworn-Karten im Endeffekt. Ja, also quasi, warte mal, wie viele Karten haben wir drin, die sonst nicht drin sind? Das sind 6, 9, 12... 13, 14, zähle ich jetzt. Das ist die 14. Dragon Ravine oder wieso? Dragon Ravine und Destrudo, ja, die zockst du normalerweise auch nicht, weil du ja keinen anderen Feed-Spell hast. Also, ja, gut. Also ja, das sind halt solche Sachen drin wie Raiden, Wolf und so weiter. Charge, Recharge. Genau, das und möglicherweise ist manchmal auch der so ein bisschen Dino-Krempel drin. Weil Conductor Tyranno, Overtex und Pille sind ganz gute Karten. Kann man auch mal machen, ja. Und Fossil Dicks für Giant Tracks zu haben, ist auch immer eine Sache. Also, ja, das sind halt so die Oder Sachen, noch mehr Plan-Gedöns für mehr Link. Das sind halt so die Sachen, die hier fehlen. Und stattdessen wurden sie ersetzt durch ABC. Jetzt ist die Sache, was kann ABC? ABC kann Rang 4 bauen, kann ein bisschen durch die Gegend stallen und kann Buster hinlegen. Wir brauchen nicht drüber zu streiten, dass Buster eine gute Karte ist. Mhm. Man könnte sagen, der ist Busted. Ja, der war ja, aber das Problem ist, du widersprichst damit so ein bisschen dem Plan vom Deck, weil Turbo Buster ist schwierig. Den kannst du mit dem Deck sicherlich hinlegen, aber nicht Worth, weil du dafür Minus gehen musst. Ist jetzt nicht so einfach. Und normales Lightzone ist ein Ticken konstanter vielleicht. Aber das ist wirklich ein großes vielleicht, ich weiß es nicht. Weil die meisten Karten, die man hier jetzt reinschmeißen würde für Lightzone-Gedöns, sind eigentlich auch die, die du im normalen Lightzone jetzt nicht unbedingt ziehen möchtest, oder wenn dann nur in Kombination. Und ein Hangar-Starter tut eigentlich nicht weh. Von daher, die meisten Starter, die im Standard-Lightzone drin sind, Solitärs, Brilliant Fusions, Pflanzen, sind Zeug, auch alle. Gedöns, genau, die sind ja auch alle drin. Von daher muss man sich halt anschauen, was wurde funktional gecuttet und was wurde dafür funktional reingeschmissen. Es wurde Draw Power gecuttet in Form von Charge und Recharge. Genau, also Draw bzw. Mill Power in Form von Charge und Recharge. Es wurden, also, beziehungsweise sind das dann mehr oder weniger Combo Extender. Es wurden Extender in Form von Raiden und Wolf gecuttet. Es wurden Lockdown-Pieces durch andere ersetzt, in Form dadurch, dass Buster halt reingewandert ist für eventuell Nutbeast im Deck.
Sind eventuelle sind ein paar Plant-Sachen rausgeflogen, wie die Glow-Up zum Beispiel? Ja, eigentlich genau die Glow-Up, weil alles andere macht aktuell keinen Sinn, ohne Wenn du Amarillis. die Amarillis FDK spielst. Nicht ohne Amarillis, ohne Jasmin, meine ich, sorry. Evil Thorn? Was? Evil Thorn, aber dann bräuchte man mehr Link, wenn man das machen würde. Ja, außerdem ist das ja hier TCG. Ja, Evil Thorn haben wir auch. Ich habe dich falsch verstanden. Ich habe Needle Fiber verstanden. Nein, Evil Thorn. Ach so. Aber die sagen ja, einfach, nee, aber das ist für alles, auch, das ist alles das noch irrelevant. Ist, ja, das kommt erst doch. Ansonsten Raigeki Darkhold macht eigentlich nie Sinn, Main Deck zu spielen. Du willst mit dem Haufen nicht Second gehen? Eben. Und selbst wenn du Second gehst, hast du andere Möglichkeiten durchzukommen. Mhm. Die Bricken bloß. Ich meine, das sind 60 Karten, bis du da mal einen Raigeki ziehst. Hust. Und der Random Raigeki kommt auch so selten gut. Aber egal. Ja, ich möchte das hier jetzt nicht direkt als Scheiße abstempeln, weil es macht trotzdem Sachen. Und wie gesagt, du hast hauptsächlich Combo-Extender durch andere Combo-Extender gesetzt, was funktionell richtig ist. Deswegen ist das Sachen machen. Weil die Ratios von Startern zu Extendern zu sonstigem Zeug ist halt immer noch irgendwo gegeben. Vielleicht ist richtig nicht ganz richtige Terminus, aber es war auf jeden Fall mal nicht falsch, sagen wir es mal so. Ja, also aus einem 60-Card-Lightson-Deck wurden die richtigen Karten gecuttet, wenn man sie durch ABC-Kram ersetzen möchte, das wollte ich damit sagen. Ja. Ist halt auf Darkhold und 3-Geki. Lass die bleiben. Genau. Goldsarkophag ist noch ein Starter, der hier rausgeflogen ist, der eigentlich ganz gut ist. Mit Riesenrex. Genau, die dritte Snow tut auch weh, weil Snow ist eine gute Karte, die wir mal haben. Ja gut, haben wir schon mal zwei Targets für Darkhold und 3-Geki. Goldsarkophag und Snow. Ja, Goldsarkophag brauchst mehrere. Ja, das ist richtig, aber können wir ja schon mal überlegen, was sonst auch rausfliegen kann. Ja, ansonsten fängst du an ABC zu cutten. Ja gut, das ist das Offensichtliche dann. Ja, gut, ja das ist halt leider die Hauptsache. So, du hast die ABC Engine ist halt ein bisschen größer als die Lightstone Engine, deswegen sind auch ein paar Starter bzw. Extender rausgeflogen, die man nicht, oder ein paar wichtige Karten rausgeflogen, die man nicht cutten möchte. Der dritte Solitär, die dritte Snow. Solche Sachen, die müssen eigentlich fast sein. Weil Konstanz ist eine Sache. Es waren noch Zeiten, als das Deck nicht auf 60 Karten gelimitet war. Ja, du kannst doch 40 Card Lightzone spielen. Also angeblich funktioniert das auch. Ich habe es nur seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Aber irgendjemand hat letztes Mal behauptet, das würde auch immer noch funktionieren. Ja, worauf ich halt hinaus will, du willst ja eigentlich ein kleines bisschen, brauchst ja eigentlich quasi fast 62 Karten. Und das geht halt nicht. Nur weil dieser eine Oshi mal mit seinem 2000 Karten-Deck ankommen musste. Was auch immer. Ja gut, sie hatten ja erst auf 80 limitiert. Nachdem sie gepeilt hatten, dass man überhaupt limitieren muss. Auf 60, die Limitierung runter auf 60 kam ja dann erst. Wieso eigentlich? Keine Ahnung, aber danach konnten sie Karten wie Lev, wie Grasslook Screener printen. Ja, weil die danach nicht mehr. Als Grasslook Screener geprintet wurde, war das 60-Card-Limit aber auch schon 10 Jahre da. Ja, ich weiß es nicht, warum sie es gemacht haben. Vielleicht weil Magic oder keine Ahnung. Wie auch immer. Das Deck kriegt ja mal 12 Punkte. Es kann Sachen machen. Es ist auf der hohen statistischen Wahrscheinlichkeit war vermutlich ein kleines bisschen schlechter als reguläres 60-Card-Haufen. Mhm. Es ist aber wenn man 60-Card-Haufen durch 60-Card-ABC machen will, würde man es wahrscheinlich so oder so ähnlich machen. Ja. Also ja, 12 Punkte hierfür. Wenn ihr unsere Deck schicken wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten euch gefallen, dann vergesst nicht zu bewerten und man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. I'm not going to be able to do that.